Es klingt paradox, aber wer Äpfel kauft, die vom anderen Ende der Welt kommen, handelt dabei unter Umständen umweltfreundlicher, als wenn er Äpfel aus der eigenen Region kauft. Entscheidend ist dafür die Menge an klimaschädlichem CO2, die bei der Produktion vom Baum bis zum Supermarktregal anfällt. Und wer weiter mit einem guten Gewissen essen will, muss künftig auch auf so etwas achten wie dieses Siegel, das im folgenden Beitrag vorgestellt wird. Wie grün welche Bio-Lebensmittel also wirklich sind, darüber wurde auch auf der Grünen Woche in Berlin diskutiert. Sie feiern Jubiläum, die Biobauern auf der Grünen Woche. 10 Jahre ökologische Landwirtschaft. Doch wer in Zukunft wirklich umweltbewusst einkaufen gehen will, der muss noch auf einen neuen Wert schauen, nämlich die CO2-Bilanz von Lebensmitteln. So hat der Apfel aus der Region momentan eine schlechtere CO2-Bilanz als der Apfel aus Neuseeland. Die Äpfel, die wir jetzt verkaufen, die aus Deutschland sind, die auch hier aus der Region, aus dem alten Land kommen, müssen ja irgendwie frisch gehalten werden. Und diese Energie und dieser CO2-Aufwand, der da betrieben wird, ist ab Februar, März höher als eben der CO2-Aufwand, der nötig ist, um Äpfel aus Neuseeland hierher zu uns zu bringen. 10 deutsche Unternehmen wollten es genau wissen. Tchibo etwa rechnete durch, wie viel CO2 bei der Produktion einer Tasse Kaffee entsteht, von der Düngung bis zum Betrieb der Kaffeemaschine. Ergebnis: 60 Gramm CO2 pro Tasse. Was uns schon sehr überrascht hat, war, dass die Röstung an sich, das ist ja zunächst einmal ein energieintensiver Prozess, und auch der Transport hier nach Deutschland, dass die in der Gesamtbilanz eigentlich fast zu vernachlässigen sind, sondern dass die Schwerpunkte der CO2-Emissionen an anderen Stellen waren, nämlich zum einen im Anbau des Kaffees und zum anderen bei der Zubereitung. Künftig soll der Verbraucher auch auf den CO2-Ausstoß der Produkte hingewiesen werden, den CO2-Fußabdruck. Ein eigenes Siegel wird es aber nicht geben. Der CO2-Fußabdruck führt die Thematik CO2 in den täglichen Konsum ein. Dennoch ist es absolut sinnvoll, das Thema CO2-Fußabdruck in bestehende Siegel einzuarbeiten. Denn es gibt bereits unzählige Siegel auf den Verpackungen, von fairem Handel bis hin zur artgerechten Tierhaltung. Wichtig für den Verbraucher ist es, dass die Daten vergleichbar und überprüfbar sind. Allerdings müssen wir natürlich hier aufpassen, dass nicht jedes Unternehmen sein eigenes Siegel sozusagen entwickelt, seine eigene Vorgehensweise und seine eigenen Standards entwickelt, die dann nachher letztendlich nicht mehr vergleichbar sind, wo dann auch das Risiko droht, dass die Zahlen entsprechend schön gerechnet werden. Schöner wäre hier natürlich eine Standardisierung. Übrigens, 20% seines gesamten CO2-Ausstoßes braucht der Mensch fürs Essen. Das ist genauso viel wie für das Benutzen von Autos, Straßenbahnen und Flugzeugen.